Diese Zeilen sorgen für Gänsehaut. Der letzte Post von Lisa Marie Presley, Tochter von Elvis Presley, klingt wahrlich wie ein Abschied. In ihrem letzten Instagram-Post geht es um ihren Kampf mit der Trauer nach dem Suizid ihres Sohnes Benjamin und darum, dass der Tod Teil des Lebens sei. Lisa Marie, die am 12. Januar Berichten zufolge an einem Herzinfarkt verstarb, teilte als letzte Post zwei Bilder, die ihren Sohn Benjamin Keough betreffen. Dieser hatte sich 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben genommen. Zudem postete sie einen Artikel, den sie für People anlässlich des Nationalen Tags des Trauerbewusstseins geschrieben hatte. Dort stand: Lisa Marie Presley sagt, dass sie nach dem Tod ihres Sohnes Benjamin zerstört war, aber für ihre Mädchen weitermacht. Lisa Marie schrieb ihren Fans: Ich dachte, ich poste den Artikel hier in der Hoffnung, dass jeder, der es hören muss, darin irgendwie Hilfe finden kann. Sie fügte hinzu, was sie in den Nachwehen des Suizids ihres Sohnes gelernt habe. Das ist für niemanden ein angenehmes Thema, aber wenn wir diesbezüglich irgendwelche Fortschritte machen wollen, dann muss über Trauer gesprochen werden. Tod ist Teil des Lebens, ob es uns gefällt oder nicht, und das gleiche gilt für Trauer. Trauer hört nicht einfach auf oder verschwindet einfach nach einem Jahr oder Jahr nach dem Verlust. Und weiter schrieb sie: Trauer ist etwas, das wir für den Rest unseres Lebens mit uns tragen, trotz allem, was manche Menschen und unsere Kultur uns vormachen möchten. Du kommst nicht darüber hinweg, du machst nicht einfach weiter. Punkt. Lisa Marie gab auch zu, dass sie sich selbst wegen des Todes ihres Kindes in die Verantwortung ziehe, aber sie rief Menschen dazu auf, sich nach solchen Tragödien an andere zu wenden, um Unterstützung und Trost zu erhalten.